Jetzt schauen wir mal mit der nächsten Mission. Hier gibt es allerdings nichts Besonderes zu tun, sondern wirklich bloß die Gegner zu killen und die Crewschiffe und die Gegner kaputt zu machen. Aber Crewschiff ist jetzt unser Thema. Und ich zeige jetzt nämlich zwei Möglichkeiten, wie man das erledigen kann. Wir gehen jetzt zum Slingshot, diese Plattform. Und jetzt teleportieren wir uns dort zu dem Schiff. Da ist die Markierung. Die Crewschiffe haben immer dieses geborene Viereck. Und wir sollten dort jetzt auch direkt reinkommen. Das ist eine Frage der Inhärenzen, die wir schon vergeben haben für Kampf. So. Hier gilt dasselbe wie für die anderen Plattformen. Gegner killen. Immer schön. Das ist der Sinn der Geschichte. Und dann müssen wir hier diesen Reaktor zerstören. In den höheren Leveln ist natürlich hier noch vorher zu hacken. Dann sieht das Ding auch anders aus. Dann ist denn da noch so eine Schutzfolie, hätte ich fast gesagt. So ein Schutzfeld drumherum. Also muss man die vorher hacken. Und kann die erst dann tot machen. Ja. Das ist die Verfahrensweise. So wird einfach ein Crewschiff außer Gefecht gesetzt. Man sieht da oben Reaktorschmelze 9, 8. Das ist die von dem Crewschiff gerade. Das wird explodieren, aber wir gehen davon nicht tot. Wir werden einfach nur wieder ins All geschleudert. Aber ich mache das mit meinem Omni-Werkzeug und bin dann gleich wieder auf dem Schiff, weil ich ja hier Solo mache und eventuell sind ja hier schon irgendwelche bösen Jungs dabei, was zu machen. So, hier die zweite Möglichkeit. Und zwar, da ist wieder unser Crewschiff. Dazu müssen wir ein bisschen weiter weg sein, damit sich das nicht so sehr stark bewegt, weil manchmal das nachher aus dem Fokus gerät. So, dann können wir jetzt hier hin. Das geht, glaube ich, ab Inhärenz 5, wenn ich mich irre. Und da hat man dann diese Bordkanone, das Frontgeschütz. Und da kann man dann mit aufgeladenen Schuss dieses Ding anzielen. Und dann gibt es eine ganz böse Crit-Punktzahl. Und damit ist das Schiff ebenfalls weg. Das ist die zweite Möglichkeit. Je nachdem, was eben mehr liegt oder was schneller geht, kann man eben so die Crewschiffe loswerden. Jetzt haben wir eine andere Mission. Hier ist übrigens, ich hatte es ja schon mal gesagt, diese lilanen Teile, das sind dann schon spezielle, bessere Drops von den Schiffen, die abgeschossen worden sind. Meist Waffen oder andere Bauteile. Wieder Kryophon MK1 wäre das. Ich bin ja hier auf Erde unterwegs. Die etwas besseren Sachen davon, das geht bis MK3 derzeit, die gibt's dann im Rail. Vale, nicht im Rail. Im Vale Proxima. Das ist aber dann schon ein bisschen dicker, da würde ich mich erstmal so alleine nicht hinwagen. Dafür bin ich noch nicht gut genug, zumindest mein Schiffchen. So, wir sehen, deaktiviere die Raketenplattform, das ist jetzt die Aufgabe. Und ich blaste einfach mal hin, die ist ja schön markiert, ich sagte ja schon, das muss nicht immer so sein. Und versuche zwischendurch mal nur ein, zwei Sachen mit aufzusammeln, die es hier zu finden gibt, die man haben muss an Ressourcen. Hier sieht man auch schnell noch den Boost, und zwar unten rechts, dieser Balken, der gerade verschwindet, der schmale, was ist denn das? Ja, ist nicht. Ocker, der sich jetzt gerade wieder füllt, der unterste rechts. Dann ist der Balken für den Boost. Und wenn man dann auf schnell, ja, also einfach nur schnell auf den Taste ist das bei mir zumindest, dann macht er halt ein bisschen mehr Betrieb. Und wir kommen der Sache näher. Man sieht das ja, 6200, 6000, 6000, 5000. So, und wir können das natürlich auch noch anders machen. Allerdings können wir da natürlich nicht so riesige Entfernungen mit überbrücken. Und zwar mit unserem Slingshot. Das zeige ich schnell mal. 4200 Meter haben wir. Also wieder zur Slingshot-Plattform. Und jetzt müssen wir das wieder anvisieren. Und im Gegensatz zu den Crewschiffen müssen wir jetzt die Maustaste gedrückt halten, damit er das Ziel dort annimmt, weil er kein direktes Ziel hat. So, den Rest machen wir mit dem Archwing. Also haben wir fast 3000 Meter geschafft etwa. Und da hätten wir dann schon einen Eingang. Und da hat irgendwer auf mich geschossen und ich habe keine Ahnung, woher das kommt. Das wird sich aber nachher noch auflösen. Ja, wo ist er denn? Ich habe alle Gegner tot gemacht? Na gut. Also wir springen erstmal rein. Das typische Bild, hier sind bloß ein paar mehr Leute und es ist eine etwas andere Karte. Und die Aufgabe natürlich logischerweise ist ein bisschen anders. Wie ich vorhin schon sagte, ich nehme immer halt mal noch ein kleines bisschen das Zeug mit, was so gerade auf dem Weg liegt. Also direkt deswegen rumzuspringen, um da Zeit zu verbrennen, das muss nicht unbedingt sein.
Warum die immer so kurz zucken? Weil ihr euch wundert, das ist mein Helios, der schießt die immer mal ein bisschen an. Und da sind die halt mal kurz geschockt. Ah, da hat mich was getroffen. Deswegen wackeln die immer so. So, aber zumindest mache ich jetzt die Gegner weg. Ihr seht, es sind ja doch schon ein paar mehr geworden jetzt, dass die mir nachher nicht mehr ins Handwerk pushen. Und mich vielleicht noch totkillen. So ganz tot. Nicht nur so ein bisschen, sondern also richtig, komplett. Da ist noch einer, hat sich noch verstochen. Störbube. Der böse Bube. So, Konsole. Wir kennen das Spiel. Ja, Z. Falls man hier noch Dejurierer mit hat. Ich habe so um die 200 bei mir am Rad. Da komme ich eine Weile hin. So, und jetzt wieder los. Jetzt müssen wir wieder nach draußen. Wir kennen das ja schon. Zerstöre die ersten Kühler. Und dass der irgendwo draußen rausguckt. Ja, wo muss ich jetzt lang? Das ist so immer ein bisschen mein Problem. Ich finde es natürlich, aber die erste Zeit, da habe ich ja eine Viertelstunde, bin ich hier drin rumgeirrt und habe dann wirklich nicht irgendwas erreicht. So sieht das Ausgang nämlich aus hier. So, und jetzt gucken wir mal, das markiert, da oben ist dieser Kühler und gleich bin ich wieder tot. Tolle Wurst. Jetzt gucken wir mal, was da schuld ist an der Geschichte. Da, das kam was von oben. Da oben sind drei Kanonen. Ich versuche abzuschießen, das gunk nicht. Ich mache da irgendwie keinen Schaden, also das ist... Ja. Aber das ist ja wahrscheinlich die Raketenplattform, deswegen sollen wir die ja tot machen. Deswegen hat die halt so eine Dinger da oben drauf. So, also wieder zurück, weil wir müssen ja jetzt den zweiten Kühler freilegen. Ihr kennt das Spiel. Das ist ja bei dem nicht ganz so toten Spiel vorher auch schon so gewesen. Wir betreten jetzt das Schiff. Mal wieder. Und jetzt haben wir logischerweise wieder eine andere Konsole. Und jetzt sieht auch das Endziel, glaube ich, ein bisschen anders aus. Ne, noch nicht. Das kommt erst noch. Jetzt habe ich mir aber erstmal, ihr seht, einen Wegpunkt gesetzt für den Fall der Fälle, dass ich wieder länger suchen müsste. Das könnte jetzt natürlich, falls hier irgendwer im Team dabei wäre, ein bisschen verwirrt sein. Aber es ist für mich einfach einfacher. Einfach einfacher. Klingt irgendwie auch nicht schlecht. So, da haben wir doch den Nächsten. Der steht da oben und ich kann nicht ran. Das müssen wir eben so machen. So, wir hacken den Kram mal schnell. Jetzt macht's mal wieder meinen Parason-Mod. Und ja, ich sehe, wo es hin muss, wo ich hin muss. Einmal frei. Das spart natürlich ein bisschen Zeit. Ja, nach oben. Hilfreich. Ach, ich bin so stolz auf mich, dass ich das so gemacht habe. So, jetzt heißt es also wieder raus, weil wir müssen ja den zweiten Kühler zerstören. Ebenfalls eine Sache, die wir schon mal mitgekriegt haben. Jetzt muss man natürlich ein bisschen mehr aufpassen, deswegen... Bin ich jetzt mal so ein bisschen um meine Wand lang. Damit uns diese blöden Raketen da nicht erwischen. Jetzt ist der Kern enthüllt. Das ist ja eine Enthüllungsgeschichte hier. Das ist ja Wahnwitz. Wo ist das Loch? Da ist das Loch. Da gehen wir jetzt. Naja, komm. Ja, ich hab noch auf Schnellfliegen. Da ist es ein bisschen kompliziert. Oder zomplikiert, wie ich immer sage. Jo. Also geht's jetzt daran, den Kern zu erreichen. Auch noch erreichen. Die meisten Gegner sind doch weg. Das sollte nicht mehr so groß klemmen. Ja, ja, oder auch nicht. So, schön, schön markiert ist er auf jeden Fall, unser Kern. Klasse. Wie gesagt, ich habe es mehrfach erlebt und das war dann unmöglich. Was ist jetzt, wollen die jetzt von uns und wo muss ich hin und wie sieht das vor allen Dingen aus? Und genau deswegen mache ich ja diese Videos hier. Damit ihr dann so in etwa eine Vorstellung davon habt, was wir denn eigentlich suchen gerade. Falls das der Fall ist. Ist immer noch ziemlich buggy, die ganze Geschichte. Deswegen hatte ich da so meine Sorgen, wo ich denn doch mal im Außendienst war. Ja, man kann sich natürlich drin im Schiff verstecken, aber das ist dann auf Dauer auch nicht so lustig, denke ich. Immer zu reparieren und sich schön machen. Das ist jetzt das, was man kaputt machen will. Das ist dieser Kern. Da habe ich letztens auch überlegt, ich denke, da ist halt gar kein Zeichen drauf, dass man das irgendwie kaputt schießen könnte. Da war dann auch noch so eine Magnethülle oder irgend sowas drüber. Also in den schwierigeren Missionen, da muss man dann diese vorher auch noch entkoppeln. Auf jeden Fall muss man hier wieder was hacken, dann kommt trotz allem so ein Schutz hoch. Und jetzt kann man das Ding kaputt schießen. Und das hatte ich beim letzten Mal auch die Markierung nicht. Und da habe ich natürlich ewig gesucht, was will der jetzt von mir? Ja, gerade habe ich gesagt, wir nehmen jetzt mal nicht jede Kiste mit, aber nein. Naja. Gut, Hauptsache wir finden den Auslauf. Da jetzt nicht ran. Ja, also im Prinzip funktionieren eben die Missionen
Stereotyp, nur sind halt meistens etwas schwieriger, dann je höher man im Level kommt. Also bei Saturn Proxima. Ihr seht, das Gefecht ist beendet, also die Mission ist hiermit erledigt. Wir machen jetzt das Spiel von hinten nochmal. Ne, machen wir nicht. Ah, Gott sei Dank. Ich gehe noch ein bisschen sammeln.